Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück auf dem Thompson House, auf der Codwin Farm und damit bei Dead by Daylight mit mir als Killer. Wie schon in der letzten Runde sind wir wieder hier unterwegs. Und wir versuchen natürlich ein paar Leute zu töten. Und wir gucken gleich mal, was hier Sache ist. Da hinten ist jemand. Da gehen wir nochmal schnurstracks zu. Oh ne, das ist ein Totem. Ich will aber noch die Ring mitnehmen hier. Ist natürlich unschön, dass hier mein Totem so offen ist, aber ändern können wir es nicht. Ist ein bisschen schwierig hier jetzt mit dem ganzen Mais, das wir hier haben. Weil da die Bewegungen schwerer zu sehen sind. Ich würde hier gerne. Ich darf nicht. Anscheinend darf ich nicht. Links von mir ist ein erster Generator schon backen. Ich habe noch nicht einen gehauen. Und weil das in den letzten Folgen oft der Fall war, schade, oder in vielen anderen Runden der Fall war, dass sie sich dann in den Schränken versteckt haben, wollte ich halt auch nur mal sicher gehen. Gut, jetzt müssen wir hier mal in die Mitte gehen. Wir müssen mal ein paar Leutchen erwischen jetzt. Kann ja nicht angehen. Verdammt. Da habe ich ihn echt so schnell verloren, weil ich den einen Schlag schon vermasselt habe, sonst hätte ich die Blutspur gehabt. Hier saugt sich jemand, oder? Jawohl. Oh je, bisher läuft es nicht gut für mich. Das ist meine schlechteste Runde als Killer. Ja, jetzt geht sie wieder runter. Immerhin, wir haben noch den Hit mitgegeben. Oh je, aber das ist echt eine ganz katastrophale Runde von mir. Tja, das ging wohl nach hinten los, meine Liebe. Und da hinten ist zwar eine, aber hängen wir dich hier hin. So, wo ist denn mein roter Freund wieder hin? Dass ich ausgerechnet den mit den extrem offensichtlichen Sachen nicht sehe, gell?
Ist schon wieder schlimm. Da hinten ist der rote Kollege. So, komm du mal mit hier. Nach vorne ist auch gleich der nächste Haken, an dem ich springen können. Wahrscheinlich wird rechts der Gamer jetzt gleich gerettet. Einfach nur, damit die hier diesen Weg nicht nehmen können, werde ich mal das hier machen. Du kannst ruhig mit deiner Taschenlampe hinter mir rumspielen. Wenn der echt so blöd ist, das direkt neben mir zu machen, ist das deine Schuld. Nein. Das ist deine Schuld, das direkt hinter mir zu machen. Dumm gewesen. Du warst doch eben schon mal so sneaky, oder? Und wieder zurück. Sie rennt aber auch nicht wirklich gut weg, gell? Okay. Da habe ich jetzt normalerweise nicht aufgepasst. Machen wir aber gleich kaputt. Und dann rennen wir mal hinterher. Aber wenn ich die anderen nicht sehe, was soll ich machen? Gut, das kannst du gerne machen. Komm schon, ich hätte dich gerne. Hallo. So einfach. Der Schlag war einfach. Ja, aber immerhin. Sollte wenigstens einen Kill geben. Wenn ich die anderen schon nicht kriege. Da hinten ist ein Totem. Hallo. Wie geht's dir? Jetzt wirst du die Ding da runter machen. Aber ich komme von hier. Denkst du echt, ich guck da nicht nach? Warum sollte ich nicht? Na, du willst da runter machen. Denkst du? Denkst du, meine Liebe? Bist du denn? Ich glaube, die ist direkt abgehauen, oder? Instant Heal. Zu spät realisiert. Na komm schon. Wow. Also in der Runde werde ich echt vorgeführt. Von denen. In der Runde werde ich von denen vorgeführt. Auf einmal kriege ich Gegner, die was können. Denn bisher wirkte es nicht so, wenn ich ehrlich bin.
Ah, das ist schon offen. Da kann ich nichts mehr holen. Jetzt kann ich nur hoffen, dass sie noch ein bisschen überheblich werden. Und ich dadurch zu Fehlern gezwungen werden, aber das Ding ist sowas von gelaufen. Das war überhaupt nichts für mich. Da habe ich mich am Anfang zu dumm angestellt, ehrlich gesagt. Aber man muss ja auch mal seine Grenzen aufgezeigt bekommen. So viel dazu. Ja, jetzt hauen sie beide ab. Da wird einem auf Dauer ja schwindelig, was ich hier mache. Immer noch ein großes Finale. Kriege ich meinen zweiten Kill, ja oder nein? Ja! Gerade noch so. Holla die Waldfee. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Meine schlechteste Runde als Killer. 2 Kills nur, aber am Ende ein relativ intensives und für mich spannendes Finale. Die Frage war, kriege ich sie oder kriege ich sie nicht mehr? Und auch noch die Platzierung noch machen, weil es noch ein paar Punkte gibt. Es war nicht gut. Es war echt nicht gut gemacht von mir. Aber 2 Kills. Fortschritt ist Fortschritt, man hat was gelernt. Die Map gefällt mir nicht. Aber insgesamt trotzdem schönes Ründchen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht bei Dead by Daylight. Oh, diesmal hat es nicht gereicht. Überall nur Silber. Schade. Kann man nichts machen. 1 Kill mehr und ich hätte es gekriegt. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.